Also gut, ich gebe es zu, ich war mal böse. Und mit Recht wurde ich auch Hexe gern genannt. Doch ich habe mich, hört, in letzter Zeit bekehrt und bin für manche gute Tat bekannt. Doch, doch. Und zum Glück verstehe ich auch etwas vom Zaubern. Eine Gabe, die mir immer noch gefällt. Und drum hege ich einen Plan und tue, was ich kann für die vielen armen Wesen dieser Welt. Erbärmlich. Arme Seelen in Not, so schwach, so flau. Diese wäre lieber schlanker, jener sucht sich eine Braut und ich kann helfen. Ja, genau. So arme Seelen in Not sind überall. Und sie strömen hier in Massen, schreien schnell ein Zauberwort und ich helfe allemal. Und die meisten werden alt, doch wer pünktlich nicht bezahlt, den erwartet was viel Schlimmeres als der Tod. Doch die Mehrheit dankt es mir, eine Heilige bin ich schier, für die armen Seelen in Not. Das wird ein kleiner Tauschhandel. Du kriegst von mir einen Zaubertrank, der dich für 3 Tage in einen Menschen verwandelt. Verstanden? 3 Tage. Jetzt hör gut zu, das ist sehr wichtig. Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass sich Prinz Herzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Keinen 0815-Kuss. Der Kuss der wahren Liebe. Wenn er dich geküsst hat, bevor die Sonne am 3. Tag untergegangen ist, bleibst du ein Mensch. Für immer. Aber wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau und du gehörst dann mir. Nein, Albert. Sind wir uns einig? Wenn ich ein Mensch werde, sehe ich meinen Vater und meine Schwester nie wieder. Nein, wie schrecklich. Aber dafür hast du deinen Prinzen. Ständig muss man sich im Leben entscheiden, nicht wahr? Da wäre noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Wir haben noch nicht über die Bezahlung gesprochen. Ich bin doch kein Wohltätigkeitsverein. Aber ich habe ja nicht... Ich verlange nicht viel. Es ist mehr eine Geste, eine Lappalie. Du wirst es nicht mal vermissen. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Gut geraten, Zuckerstück. Mit Sprechen und Singen ist Schluss. Vorbei. Aber ohne meine Stimme kann ich doch nicht... Du bist doch hübsch. Du hast doch Flair. Und wie üblich ist am wirkungsvollsten immer noch die Körpersprache. Ha! Die Männer oben hassen viel Gelaber. Die Quasselstrippen leben ganz verkehrt. Doch an Land wirst du geküsst, wenn du nur klug und schweigsam bist. Denn wer bescheiden ist, wird pausenlos begehrt. Komm schon, die halten nicht sehr viel von Unterhaltung. Intelligente kommen niemals an. Doch sie fliegen alle Zeit auf die stillschweigende Maid. Halt's Maul und sicher kriegst du deinen Mann. Mach schon, du arme Seele in Not. Sag es gleich. Soll's denn sein? Ich bin wirklich schwer beschäftigt und es kostet nicht die Welt, nur die Stimme. Tausch sie ein, du arme Seele in Not. Wie dumm, wie wahr. Sei erwachsen und entscheide dich, mein Sonderangebot ist nur kurze Zeit zu haben. Unterschreib die Rolle los. Abschaum, Meerschaum, Jungs, jetzt hab ich sie. Die Sache ist grandios. Du arme.